Hi Leute, ja, ist eine ganze Zeit her seit meinem letzten Video, aber ihr wisst ja mittlerweile, dass ich immer nur dann ein Video mache, wenn sich wirklich was tut in Bezug auf unseren Sam oder irgendwas Besonderes ist, weil es gibt so viele gute Videos zu all den ganzen Anwendungen und Tools für Camper und Pickup Camper und was da alles gibt und da muss man nicht noch eins draufsetzen. Deshalb wollte ich euch über den Fortschritt jetzt beim Sam informieren. Und zwar haben wir uns überlegt, die ganze Fahrerei, wie wir sie im Moment machen, ist eher schwierig, weil der Originaltank, den ihr hier seht, von dem Ranger, der ist einfach viel zu klein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn man wirklich weitere Strecken fahren möchte oder wenn man in Regionen geht, wo dann die Tankstellendichte vielleicht nicht so hoch ist oder wo man dann einfach eine gute Sicherheitsreserve haben möchte, wenn man dann mal abseits der Straßen unterwegs ist, in Osteuropa, im Norden irgendwo unterwegs ist und sich einfach gut fühlen möchte. Wüste wahrscheinlich auch, aber Wüste ist nicht unser Ding. Wir sind eher die Leute, die ein bisschen gemäßigteres oder kälteres Klima suchen. Ja, und die ganze Fahrerei mit der Kabine, auch wenn man moderat fährt, wir fahren in der Regel 105 im Durchschnitt, wenn wir dann eine Autobahn benutzen, dann tut sich der Ranger hier, den wir haben, schon mal 14 Liter rein und wenn es dann in die Berge geht und geht berghoch, bergrunter, dann wird es schon mal ein bisschen mehr und da ist man schon mit dem Originaltank sehr, sehr reglementiert, also 500, maximal 550 Kilometer und das ist einfach nichts, womit wir uns wohlfühlen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Long Ranger Tank recherchiert und mit Leuten gesprochen und dann natürlich auch beim Jens in Gevelsberg angerufen, gefragt, wie es aussieht. Und die sagten direkt, mach einen Termin, haben wir Erfahrung mit, bauen wir ein. Und gesagt, getan. Und jetzt haben wir endlich den Long Ranger Tank drin, 140 Liter. Ich schätze mal, bei moderater Fahrweise werden wir so um die 800, vielleicht 900 Kilometer kommen. Ist schon mal deutlich besser wie das, was wir bisher haben und lässt einen auch einfach entspannter fahren. So, hier sieht man jetzt den Long Ranger Tank schön eingebaut, im Gegensatz zum kleineren Originaltank. Haben wir hier dann 140 Liter Volumen und damit kommt man dann schon mal deutlich ein bisschen oder deutlich weiter wie bisher, weil mit dem Originaltank ist keine Fahrerei. Ja, wir fühlen uns gut. Jetzt geht es nochmal zum Versiegeln. Der Tank ist zwar lackiert, aber wie gesagt, versiegelt wird er nochmal. Und dann sind wir schon mal tankseitig gut aufgestellt. Und dann sind wir langsam an dem Punkt, dass wir den Ranger soweit haben, dass wir uns wirklich wohlfühlen mit dem, was er kann. Vielleicht dann je nach Tour noch ein Ersatzkanister mit bei und dann sollte das auf jeden Fall passen. Ein Gewichtslimit haben wir noch nicht erreicht. Wir waren voll noch nicht auf der Waage, aber wir hatten genug Zuladung immer noch übrig, weil wir auch von Haus aus eher wenig mitnehmen. Klar, Wasser, Gas, die Thematik, aber klamottentechnisch, wir holen nie viel Klamotten mit, dann wird zwischendurch halt mal von Hand gewaschen und Thema ist durch und ansonsten haben wir nur noch die Fahrräder drauf und das ist es. Also von daher passt alles ganz gut. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es sich bewährt. Wenn jetzt der Tank versiegelt ist, dann Kabine drauf und dann geht es weiter. Jo, das ist jetzt der aktuelle Stand. Bis dahin gute Zeit und bleibt gesund. Ciao!